Dann begrüße ich euch heute herzlich zur Pressekonferenz vor der Partie am morgigen Samstag zwischen seinem SV Waldhof Mannheim und Rot-Weiß Essen hier im Kavenz-Stadion. Bei mir auf dem Podest wie immer unser Cheftrainer Christian Neidhardt. Hallo Christian. Hallo zusammen. Zunächst einmal organisatorisch. Wir sind bei ca. 7500 verkauften Tickets. Zwischen 1800 und 2000 Gästefans aus Essen werden morgen in Mannheim sein. Christian, DFB-Pokal noch am Dienstag um 18 Uhr. Was konntet ihr aus der Partie mitnehmen in die kurze, aber knackige Trainingswoche? Ja, zum einen, dass es ein sehr intensives Spiel war, dass wir ein Spiel gegen Zweitligisten auf Augenhöhe gestalten konnten. Und ich denke, das sollte uns viel Mut geben, auch für das nächste Heimspiel. Englische Woche, letztes Spiel der englischen Woche. Wir hatten ein bisschen durchrotiert gehabt im DFB-Pokalspiel. Wie sieht es mit dem Krafttank aus? Ja, also die Jungs waren schon müde und gestern war zweiter Tag nach dem Spiel. Logischerweise ist dann immer so der Tag, wo die Jungs wirklich dann halt auch nochmal so den Tiefpunkt merken. Wir werden heute nochmal eine Einheit haben und werden dann daraus gucken, wer wirklich dann halt auch frisch und fit ist für das Essen-Spiel. Rot-Weiß Essen, du hast deine vergangenen zwei Jahre in der Regionalliga West bei dem Verein verbracht. Wie sehr freust du dich auf die Partie? Ja, für mich ist es ein ganz normales Spiel. Ich hatte, glaube ich, zwei richtig gute Jahre in Essen, sehr erfolgreich mit Rot-Weiß Essen. Eigentlich die Ziele, die wir uns gesteckt haben, haben wir erreicht, sind aufgestiegen. Das Ende war nicht so schön. Von daher habe ich keinen Groll an irgendwas. Ich freue mich auf ein Spiel in der dritten Liga mit zwei Traditionsvereinen, wo wieder eine ähnliche Stimmung sein wird, wie es jetzt im Pokalspiel war. Und das steht für mich im Vordergrund. Und zum Abschluss die Frage, du hast es schon angesprochen, man muss heute das Abschlusstraining noch abwarten. Kannst du uns aber trotzdem schon sagen, wer definitiv nicht zur Verfügung stehen wird? Ja, das Positive ist, Malachowski ist wieder seit Mittwoch im Training eingestiegen und Lebö, Höger und Karpstein fallen weit aus. Und ja, wir müssen aber Baxter-Bahn abwarten, wie es ist. Der liegt mit Grippe im Bett und hatte bis jetzt diese Woche noch nicht trainiert. Also das könnte richtig eng werden. Danke, Christian. Dann würde ich jetzt das Mikrofon freigeben auf Nachfragen und wir fangen an mit Nils Wollenschläger, Mannheim 24. Ja, um direkt zu Rot-Weiß Essen zu kommen, Sie hatten ja von außen so einen sehr schwierigen Saisonstart unter dem neuen Trainer, haben Sie jetzt aber ein bisschen gefangen. Wie bewerten Sie denn so die Entwicklung von Rot-Weiß Essen in dieser Saison? Ja, so wie du es eigentlich gerade gesagt hast, Sie haben trotzdem 6-7 Spieler aus dem Kader vom letzten Jahr dabei. Hatten natürlich dann auch nochmal nachverpflichtet, gerade hinten rechts mit Wiegel, mit Götze, Spieler, die dann auch nochmal gefehlt haben, auch in der Kaderzusammenstellung. Und beide Spieler sind jetzt am Wochenende nicht dabei, deswegen ist es schon mal interessant, wie es dann halt auch Essen lösen wird, gerade auch auf diesen Positionen. Aber die Trendwende bei Essen geht ganz da nach vorne. Weitere Fragen? Thorsten Hof, Mannheimer Morgen. Ja, vielleicht auch mal aus der Perspektive Essen, die Fans, die da mitkommen, was können wir erwarten? Also da ist die Bude wieder voll, so wie am Dienstagabend dann. Ja, lautstarke Fans, ähnlich wie es jetzt halt auch im Pokalspiel war. Essen hat eine riesen Fanschar und auch auswärts gerade fahren viele mit. Ich glaube, bis jetzt bei den ganzen Spielen waren selbst in Bayreuth über 1000 mit. Morgen werden es wahrscheinlich wieder 2000 sein. Die werden auf jeden Fall alles tun, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Und ja, Essen kann sich auf ihre Fans immer verlassen. Nils Wollenschläger, Mannheim 24. Marc Schnatterer saß zuletzt oft auf der Bank, ist auch eingewechselt worden, aber auch nicht immer. Wie geht er denn aktuell mit dieser Rolle um und wie stehen die Chancen, dass er am Wochenende von Anfang an spielen könnte? Also Schnatti und ich sind im täglichen Austausch. Wir sprechen logischerweise halt auch oft über die Situation. Schnatti hat noch nicht diesen Rhythmus, den er sich selbst gewünscht hatte, weil er halt auch aus einer Verletzung gekommen ist in der Vorbereitung, die er fast komplett verpasst hat. Und da tasten wir uns jetzt nach und nach wieder rein. Und das haben wir ja auch im Pokalspiel gemacht. Jetzt mit Willi Sommer, der dann auch einen Rhythmus finden muss, Dörfler, der einen Rhythmus finden muss. Und ich finde, dass beide das dann halt auch in den Pokalspiel sehr gut gemacht haben und auch dadurch auch enger an die Mannschaft wieder rankommen. Weitere Fragen? Nochmal Thorsten Hof für den Mannheimer Morgen. Ja, Sie haben es ja angesprochen. Sie haben am Dienstag mit einer unorthodoxen Aufstellung gespielt, mit Rossi Pahl vorne und so weiter. Es wird sich jetzt am Samstag dann eher wieder auf das einpendeln, was man gewohnt ist. Also das war eher so eine Sondermaßnahme auf den Gegner zugeschnitten. Oder wie sehen Sie die
Ja, das ist ja meine Betrachtungsweise. Sie sagen unorthodox. Wir im Trainerteam sehen das komplett anders, weil ich glaube, wenn Rossipal von der Grundformation her ein linker Verteidiger ist, heißt das nicht, dass er nicht offensiv spielen kann und diese Rolle ausüben kann, weil er macht das aus dem Spiel logischerweise ja auch. Uns ging es ja nochmal in diesem Spiel hauptsächlich darum, Stabilität und auch defensive Stabilität hinzubekommen. Und das hatten wir mit Rossi auf der Position, mit Dörfler auf der rechten Seite. Und wir haben ja auch gesehen in diesem Spiel, so defensiv, wie es vielleicht die meisten gesehen haben, war es ja gar nicht, sondern wir hatten schon 10 Abschlüsse. Wir hatten viele Standardsituationen, weitaus mehr Aktionen wie in Freiburg auswärts gegen Zweitligisten. Also ist das dann immer so eine Betrachtungsweise, weil man sicherlich die Leute, die dann auf den Positionen gespielt haben, anders sieht. Und für uns war das halt im Trainerteam kein Punkt, ob es dann komplett defensiv war. Aber der Gedanke, erstmal kompakt zu stehen, auch mit diesen Spielern, das war schon richtig und das ist auch gut aufgegangen. Weitere Fragen? Aus der Taktikecke des Mannheimer Morgens. Nochmal Nils Vollenschläger, Mannheim 24. Ich hätte noch eine Personalfrage. Baris Ekincir war ja zum Saisonstart gesetzt, hat auch gute Spiele gemacht, war jetzt auch ein bisschen außen vor. Was sind die Gründe und wie bewerten Sie seine Entwicklung jetzt in den letzten Wochen? Ja, es gibt ja immer verschiedene Gründe, was gar nicht immer was mit einem einzelnen Spieler zu tun hat, sondern eher mit der Gesamtleistung der Mannschaft und auch mit dem Ergebnis. Und wir haben gerade, was offensiv die Position betrifft, haben wir mehrere Möglichkeiten. Sie hatten davor gerade Schnatterer angesprochen, Ekincir, wir haben Kota, wir haben Dörfler, der offensiv wie defensiv spielen kann. Wir haben Tatz, der auf der Position am Anfang schon gespielt hat. Am Ende des Tages geht es darum, gute Leistung zu bringen, Spiele für uns zu gewinnen. Und wenn wir als Mannschaft das gut machen und die Jungs, die dann auf dem Platz stehen, die sind dann auch erstmal drin. Und das ist wichtig, einfach halt auch die Chancen, die die Jungs auf den Positionen bekommen, die müssen sie dann auch nutzen. Und wir waren bis jetzt nicht immer optimal zufrieden mit allen, wie es gelaufen ist. Aber da geht es gar nicht darum, um einzelne Spieler zu bewerten, sondern eher, wie das Mannschaftsgefüge aussah. Und da haben wir sicherlich Luft nach oben. Ja. Thorsten Hof, Mannheimer Morgen. Ja, vielleicht daran anschließend nochmal. Adrien Lebeau ist jetzt auch wieder ein bisschen länger raus. Gibt es da eine neue Entwicklung? Das war ja zuletzt diese Muskelsache, wo man auch mal genauer hinschauen wollte. Es dauert jetzt ja doch wieder ein bisschen. Und der zweite Punkt oder die zweite Frage noch vom Papier. Seid ihr der Favorit am Samstag? Die Rolle nehmt ihr dann auch entsprechend an? Zu der ersten Frage, Sie haben es gerade richtig formuliert, wieder mal. Adri ist jetzt nicht nur zu meiner Zeit, auch schon im letzten Jahr immer wieder verletzt gewesen. Und das ist halt ein Zustand, der nicht befriedigend ist. Und da müssen wir logischerweise gucken, woher kommt das? Er ist aktuell noch in der Reha und um genau diesen Sachen auf den Grund zu gehen, denke aber, dass er zeitnah jetzt halt auch wieder ins Mannschaftstraining erstmal zurückkommt und dann muss man auch mal gucken, wo er die Defizite hat und daran muss er dann natürlich auch arbeiten, dass er aus dieser Spirale rauskommt, immer wieder muskuläre Verletzungen zu kriegen und das hat sicherlich auch einen Grund, wie gesagt, aber die Antwort habe ich dazu noch nicht. Und die Frage noch zur Favoritenrolle. Ja, wir spielen zu Hause. Ja. Jeder kennt unsere Ziele. Jeder weiß auch, welcher Druck auf dem Kessel ist im Moment. Trotzdem stellen wir uns natürlich auch dieser Rolle. Und wir wollen gegen einen Aufsteiger zu Hause das Spiel gewinnen. Gibt es weitere Fragen? Die Stifte schreiben. Keine Hände gehen mehr hoch. Dann bedanke ich mich für Ihr Kommen und wir sehen uns morgen hier wieder im Karl-Benz-Stadion. Bis dann.